Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern, heute mal von Outdoor. Ja, wir haben gestern ein besonders spannendes Erlebnis gehabt, das wir uns so noch nicht richtig erklären können. Aber wir werden ein wenig darüber philosophieren. Ihr kennt ja vielleicht schon unsere wirklich spannenden Essenzen. Und da experimentieren wir gerade mit der Astralreisen-Essenz. Wir stehen kurz vorm Abschluss. Ist so gut wie fertig. Und wir haben da eben jetzt bereits zwei Tests gemacht, die beide sehr erfolgreich und spannend verlaufen sind. Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Und ja, daher wollen wir ein Erlebnis mit euch teilen. Das erste, dass wir seltsamerweise extrem parallel erlebt haben. Ja, also sehr spannend ist, wir testen ja die Essenz für Astralreisen. Das bedeutet also, dass wir halt die Essenz vorm Schlafengehen zu uns nehmen und gucken, was dann passiert. Und die Essenz ist eben durch konstruktive Dissoziation und mit einer uralten Magie, die wir da verwenden, präpariert worden und soll dafür sorgen, dass außerkörperliche Erfahrungen ganz automatisch entstehen, ohne meditieren oder konzentrieren. Du nimmst die Essenz einfach zu dir, legst dich ins Bett und ja, wartest ab, ne? Und genau so ist es auch passiert, tatsächlich. Ja, wir haben wirklich monatelang an dieser Essenz gearbeitet, also an allen Essenzen. Seit September, ne? Letzten Jahres, oder? Ungefähr, genau. Experimentieren wir schon damit rum und versuchen, die richtige Mischung zu finden, die richtige Zusammensetzung und probieren dann immer die Wirkung. Ne? Genau. Mhm. Also es ist eigentlich in Wahrheit ein multidimensionales Produkt und wir lieben diese Essenzen und arbeiten jeden Tag damit. Und ja, ist schon sehr spannend. Ja, also was da schon alles passiert ist an Wundern und nicht nur bei uns. Mhm. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal bei uns auf der Seite matrixer.com vorbei, was wir da schon alles für Rezensionen bekommen haben. Und wir schwören, aus Verlassen der Matrix, keine davon ist gefaked. Die sind alle echt und von echten Leuten, die uns geschrieben haben, wie geil sie es finden. Ja, also schon krass. Also wir hatten nicht damit gerechnet, dass das so durchschlägt. Ne? Also das ist echt schon verblüffend gewesen. Wir dachten, ja, die wirken gut und so. Und als wir dann andere Leute die Essenzen gegeben haben, da haben sich dann wirklich Sachen aufgetan. Damit haben wir nicht gerechnet. Ne? Nee, also wir dachten ja schon, das sind kleine Wunder. Mhm. Gerade weil es auch ein multidimensionales Ding ist. Aber wow. Ja, aber das ist ja jetzt nicht Thema. Nein, ne? Das ist nicht Thema. Heute ist unser Erlebnisthema. Genau. Und zwar haben wir dann letztens die Astralreisen-Essenz weiter getestet. Und es hat zweimal geklappt. So. Ja, richtig. Also zwei Tests sind erfolgreich verlaufen. Wir haben vorher erstmal nur die Tropfen genommen. Und dann kam dir doch die Inspiration, oder? Genau. nimm die Essenz in die Hand. Und also haben wir diese Essenz in einen Stein transpiriert, sagen wir es einfach mal so, und haben diesen Stein einfach in der Hand gehalten, uns hingelegt, uns ein bisschen auf den Stein konzentriert und ihn einfach wirken lassen. Wir haben uns also nicht darauf konzentriert, eine Astralreise auszulösen oder die Träume zu intensivieren oder was auch immer, gar nicht. Wir haben uns eigentlich nur auf den hingelegt, nicht mal auf den Rücken oder ganz besonders hingelegt. Wir haben uns einfach auf die Seite gelegt und sind eingeschlafen. Ja, das heißt also nicht nur die Essenz nehmen, sondern auch den beiliegenden Stein, ne, in die Hand nehmen. In der Nacht. Ne? Und da haben wir gemerkt, dass es intensiver wirkt, also stärker, ne, oder? Interessant ist auch, als wir diesen ersten Test gemacht haben, haben sie dann halt ganz am Ende auch eine Sequenz gebracht, einer Realität, wo sie nämlich auch gesagt haben, dass diese Essenz eigentlich speziell nur und am besten wirkt, wenn du einen Stein in der Hand hältst. Punkt. Das war die Aussage, halte den Astralreisenstein in der Hand und zack, funktioniert's. Und ja, das war dann unsere Bestätigung für die spontane Inspiration, die ich bekommen hatte, nach dem Motto, nimm den Stein in die Hand.
Also in der ersten Nacht war es so, dass ich dann einfach die Essenz genommen habe, Stein in die Hand genommen habe und habe mich dann ins Bett gelegt. Ne? Und ja, dann tue ich jetzt mal so, als würde ich einschlafen. Ne? Also schon auf den Stein konzentriert auch, oder? Ja, das tut man dann eigentlich fast automatisch, wenn du ihn in der Hand hast, dass du irgendwie deinen Fokus immer auf den Kristall hast. Ne? Und ja, dann bin ich dann irgendwann, meine ich, eingenickt zu sein, aber nicht lange, vielleicht 10, 20, 30 Sekunden und dann zack, schon in den Astralkörper gewechselt. Also das ging ziemlich fix. Man muss auch dazu sagen, dass ich schon in meinem Leben sehr viele Astralreisen gemacht habe. Daher kann man natürlich sagen, ja, bei dir funktioniert das schneller, weil du kannst das ja schon. Ne? Aber wie es aussieht, funktioniert das aber schon ganz gut. Ne? Und das dürfte auch bei Leuten funktionieren, die vielleicht noch nie eine Astralreise hatten. Ne? Also da gehen wir schon stark von aus. Und das Schöne daran war eben, da war ich sofort in irgendeinem Astraltunnel. Und die Astraltunnel verbinden ja die unterschiedlichen Frequenzebenen miteinander, falls man diese mal wechseln möchte. Und da bin ich dann da durchgerast, ne? Und bin in einer anderen Realität gelandet. Und das war schon eine spannende Erfahrung. Ja, und einen Tag später haben wir uns dann zusammen zu einer Siesta hingelegt. Ne? Ja. Und haben das nochmal gemacht, nochmal getestet. Und siehe da, also haben wir beide sehr intensive und sehr klare Träume gehabt, die aber jetzt nicht in eine außerkörperliche Erfahrung gemündet sind. In erster Linie nicht. Und das kann auch passieren, wie wir gemerkt haben. Es löst also nicht immer eine außerkörperliche Erfahrung aus, aber Träume, Träume auf jeden Fall. Ne? Oh ja, also die sind super lebendig, super plastisch, super real. Und dann nach jedem Abschnitt, nach jeder Realität, nach jedem Realitätstraum sind wir auch jedes Mal aufgewacht und hatten eine detailliert klarste Erinnerung an alles, was wir erlebt haben. Und das war schon echt phänomenal. Ja, als ich den Stein das erste Mal in der Hand gehalten habe, war auch sehr spannend. Das passiert mir so eigentlich nicht. Mein Astralkörper hat sofort reagiert. Er hat sofort gemacht die ganze Zeit. Also ich musste ihn nur in die Hand nehmen, nur kurz mich auf den Stein fokussieren und in der gleichen Sekunde hat der Astralkörper schon losgelegt. Und nach ungefähr so 2 Minuten, als ich so den Stein in der Hand hielt, begann plötzlich ein Arm sich hoch zu bewegen. Ich so, was passiert hier gerade? Es fühlte sich wirklich so plastisch an, als würde ein anderer physischer Arm aus meinem Arm herauskommen. Das war natürlich mein astraler Arm und das hat er einige Male gemacht. Jedenfalls dieser Stein spricht den Astralkörper extrem und instant an. Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Also bei mir habe ich auch gemerkt, dass als ich den in der Hand hielt, sofort irgendwie von der Hand aus irgendwie eine total wohlige Entspannung ausgegangen ist, eine richtige warme Entspannung, die sich dann durch den ganzen Arm zog. Dann fing es in den Füßen an, das zog nach oben, bis dann der Körper echt ziemlich schnell sehr entspannt war. Also sehr verblüffend, wofür man normalerweise schon 20, 30 Minuten meditieren muss, ja, um in diesen entspannten Zustand zu kommen. Ne? Und so nach 5 Minuten spätestens, nee, noch nicht mal, jedenfalls hat der Stein dann gemacht, oder bei uns hat es dann so gemacht, wusch. Ja, genau. Und zack, bist du in einem anderen Zustand drin gewesen, in einem tieferen Bewusstseinszustand. So, wow, da ist man dann erstmal hochgeschreckt. Keine Ahnung, ein paar Sekunden steht da wieder, wusch, Tiefenentspannung, tiefer Bewusstseinszustand. Also man hätte eigentlich praktisch direkt astral gehen können. Ja, bei dem ersten Erlebnis hätte ich astral gehen können. Ich bin leider nicht bewusst genug gewesen. Ich war in der Schlafstarre, habe es aber nicht so richtig geschnallt. Weil die Schlafstarre ist natürlich dein Austrittspunkt. Und ich wollte in dem Moment eigentlich nur aus der Schlafstarre herauskommen. Und ja, ich hätte eine haben können, hab's aber verpeilt. Ja. Ja, aber sehr spannend fand ich, dass wir dann bei der Siesta eben so viele Träume hatten. Ne? Also ja, die konnte man sich ja kaum merken, so viele Träume waren das und teilweise auch sehr interessante Träume. Aber wir hatten einen Traum gleichzeitig. In verschiedenen Realitäten. Ja, wir waren beide
zur gleichen Zeit in verschiedenen Realitäten, aber in diesen beiden Realitäten ist das Gleiche passiert. Und zwar ein Blackout. Ne? Ja. Könnte man sagen. Parallel. Ja, parallel. Das muss auch ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein. Das bedeutet, wir befanden uns gerade jeder in unserem Traum und plötzlich war es so, als würde das Licht ausgeschaltet werden. Klick. Alles war pechschwarz, von einer Sekunde auf die andere. Und das haben wir beide in unserem jeweiligen Traum erlebt. Es war auch wirklich so, als wäre die Realität komplett weg. Also ich stand bei unserem Haus in dieser Realität und es war, als wäre das Haus nicht mehr da. Es würde nichts von all dem, was da um mich herum war, Bäume, was auch immer, Zaun, Haus, nichts mehr existieren. Es war alles weg. Ja. Bei dir ja auch, ne? Bei mir auch. Also ich bin da gerade so durch so einen Park gelaufen und in dem Moment machte es plötzlich Klick. Ne? Und alles war pechschwarz, aber wirklich pechschwarz. Ja. Ne? Und da habe ich dann irgendwie mein Handy gesucht und wollte mit dem Handy halt die Taschenlampe einschalten. Ne? Da habe ich die Taschenlampe eingeschaltet. Das Licht wurde von der Schwärze verschluckt. Ja, da war ja nichts. Da war nichts. So schwarz war das da in der Realität, in der wir waren. Und als wir dann natürlich nachher irgendwie uns unterhalten haben nach der Siesta, ist das eben zum Vorschein gekommen, dass wir beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Blackout-Erfahrung hatten. Ne? Ja, was interessant ist, in dem Moment, wo es bei mir zum Blackout kam, habe ich mich natürlich ein wenig erschrocken. Klar, plötzlich ist alles weg, die Realität hat einen Cut gemacht, sie war weg. Ich bin dann nach hinten gesprungen und plötzlich tat es so, als wäre alles wieder da. Der Mond schien, ein paar Wolken am Himmel, mit dem Unterschied, dass der Blackout, keine Ahnung, 20 Sekunden gedauert hat. Aber vor dem Blackout war es noch hellig, der Tag und Sonnenschein. Das war ja bei dir auch so, ne? Ja, also bei mir, in meinem Traum war es so, dass es vielleicht so eine halbe Stunde, eine Stunde vor Sonnenuntergang war. Und da bin ich halt durch den Park gelaufen, ja. Ja, ja. Dann kam der Blackout, der dauerte ungefähr so 20 Sekunden, würde ich sagen. 20, maximal 30 Sekunden. Und danach war ich wieder in einer anderen Realität. Aber irgendwie zur Mittagszeit. Ja, wir haben auch gleichzeitig zum Blackout einen Zeitsprung gemacht. Ja, genau. Wir hatten beide einen Zeitsprung nach dem Blackout. Das bedeutet, bei mir war es so, dass anscheinend von nachmittags 5, 6 Uhr einen Zeitsprung gemacht habe bis zum nächsten Tag zur Mittagszeit. Und bei dir? Ja, bei mir waren es höchstens so 4, 5 Stunden. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass mein Blackout ein bisschen kürzer war als dein Blackout. Mhm. Also da kann man dann von ausgehen, dass pro Sekunde Blackout eine Stunde oder so vergangen ist. So würde ich das sagen. Mhm. Und du hattest ein paar Sekunden länger Blackout. Also deswegen sind bei dir ein paar Stunden mehr vergangen als bei mir. Ja, das bedeutet also, dieser Blackout hat gleichzeitig auch die Zeit beschleunigt. Die Traumzeit. Ja. Das heißt, wenn man sich in einem Blackout-Zustand befindet, oder Wahrnehmungszustand besser gesagt, scheint die Traumrealität viel, viel schneller abzulaufen. Daher dieser Sprung. Ja. Das kann man natürlich jetzt auch vielleicht, wenn man Lust hat, noch mathematisch hochrechnen. Ja. Ja, jetzt sind wir natürlich am Rätseln, was soll uns das sagen? Was ist da passiert? Ja, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Leute, die sich da hinlegen und in ihrem jeweiligen Traum zur gleichen Zeit eine Blackout-Erfahrung haben? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Da merkt man ja schon, das soll also auch einem etwas sagen. Es hat also eine Botschaft. Und da ist natürlich die Frage, was für eine Botschaft soll das sein? Was soll uns da mitgeteilt werden? Und eine Vermutung ist eben, dass wir in dieser kurzen Zeit, und das ist bisher unsere beste Vermutung, in unserem Kokon waren, der sich dann in diesem Moment aus irgendwelchen Gründen ja deaktiviert hatte. Ja? Der Monitor aus. Ja. Auf Deutsch gesagt, ja, im Kokon-Monitor aus, alles schwarz, Punkt. Das kann dann durchaus passieren, ne? Dass man in einem Kokon sitzt, haben wir ja beide schon die Erfahrung gehabt, dass wir uns selbst in unserem Kokon, in unserer Matrix-Hülle, wie man auch sagt, oder wie wir auch sagen, sich wiedergefunden hat und
dort eben die verschiedenen Zustände der Matrixhülle erfahren haben. Und einer dieser Zustände ist eben, dass die Matrixhülle ausgeschaltet ist bzw. inaktiv ist und dann ist alles schwarz, pechschwarz. Ja. Und das muss eben der Moment gewesen sein. Das bedeutet, dass wir beide zur gleichen Zeit in unseren inaktiven Kokon bzw. Matrixhülle gewechselt haben. Wieso? Ja, aber wieso? Was ist da passiert? Und wenn man natürlich davon ausgeht, alles nur Theorie bis jetzt, wir haben das noch nicht bestätigen können, wenn man nun davon ausgeht, dass unsere Kokons oder unsere Matrixhüllen sich an dem gleichen Ort befinden, muss ja irgendwas an diesem Ort gewesen sein, oder? Ja. Ja. Stromausfall ist natürlich jetzt so die ironische Feststellung. Ne? Unsere Matrixhüllen hatten einen kleinen Stromausfall oder so. Aber das ist natürlich Quatsch. Aber irgendwas muss ja vorgefallen sein, dass unser beiden Matrixhüllen eben sich aus irgendeinem Grund plötzlich ohne Grund deaktiviert haben. Genau, ja. In den inaktiven Zustand gegangen sind. Ne? Das heißt also, Monitor aus, ne? Alles schwarz, Punkt. Ja, und diesen Zustand müssen wir natürlich mitbekommen haben und sind dann beide kurz in einem Kokon gewesen, in der Matrixhülle, und haben das registriert. Sind da 20 Sekunden geblieben im Schnitt und dann wieder zack, lief wieder alles. Also es war jetzt, um das so mehr symbolisch auszudrücken, in unserer Matrixhülle ein kurzer Stromausfall. Ne? Ja, symbolisch gesehen schon. Ich glaube nicht, dass das der wahre Grund ist, aber wir werden es weiter erforschen. Ja, nur zur Verständlichkeit. Ja. So, ihr Lieben, ja, das war unser kurzes Video. Ja. Das jetzt doch länger geworden ist, als wir hofften. Mhm. wenn ihr auch Interesse an Essenzen habt, wir haben wirklich für alles mögliche Wunderessenzen, es sind wirklich kleine Wunder in Fläschchen, schaut bei uns vorbei. Für alle Themenbereiche ist was dabei tatsächlich und wir nehmen sie auch, so ziemlich alle, und hat ihre Wirkung. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt das sehr, sehr deutlich. Also ja, manche Sachen wirken nicht deutlich, die schleichen sich dann so ein, das finde ich so spannend, die schleichen sich so ein, dass du denkst, ach, das wirkt ja gar nicht so richtig. Ne? Und irgendwann nach Wochen denkst du dann, hä, weg Wo ist das ist Problem. Hin? Wo ist es hin? Es ist weg. Ne? Das finde ich auch manchmal ganz spannend. Ne? Dieses so dieses heimliche Wegmachen. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Ja. Ja. Oder nach Monaten. Ich bin ja, was bin ich, kurzsichtig oder weitsichtig? Ich weiß nicht. Also alles, was weit weg ist, kann ich jedenfalls nicht so gut sehen. Ja, dann sehen. Bist du kurzsichtig. Gut. Ja. Und wir gucken ja gerne mal Videos über Beamer. Und da ist ja die Schrift ganz weit weg und klein. Mhm. Konnte ich nie lesen. Und irgendwann nach Monaten, hä? Ich kann alles lesen? Ja. Das war so abgefahren. Und das ist bis jetzt stabil. Und ich kann immer noch alles lesen. Und das ist so geil. Ja, das ist schon spannend. Ne? Mhm. Ja. Also die Kurzsichtigkeit war damit, wie es aussieht, erledigt. Ja, erledigt. Ne? Ja, echt schon genial. Ne? Echt krass. Naja, das ist eben Magie. Ne? Ja. Ja, wir danken euch fürs Zuschauen und alles Gute. Ciao. Ciao.